Ich soll anfangen. Okay. Herzlich willkommen zur Eröffnung des Stadtfestes Drei Tage Marburg. Wie schön, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Es ist das 14. Stadtfest und das 20. Express Open Air im Schlosspark. Mit dem Open Air im Schlosspark haben wir vor 20 Jahren aus einer Laune heraus klein begonnen. Wenn mir damals jemand prophezeit hätte, wo das endet, dann hätte ich ihn schallend ausgelacht. Drei Tage Marburg, das heißt heute fast 1000 Künstler treten auf 9 Bühnen auf. Viele spannende Events für Kinder gibt es im Schlosspark. Über 1000 Drachenbootfahrer machen die Lagen unsicher. Marburgs Autohandel zeigt am Lahnufer die neuesten Modelle. Bunte Märkte und der verkaufsoffene Sonntag locken die Menschen von nah und fern. Heute Abend können wir wieder das großartige Musikfeuerwerk von Walter Scharenberg über dem Landgrafenschloss genießen. Das Konzert des Maulbronner Kammerchors bietet am Sonntag um 18.30 Uhr in der Elisabethkirche einen ganz besonderen Genuss. Die Organisation dieses großen Festes erfordert viele Hände und Köpfe. Die Mitarbeiter des Marburg Verlags, die das Fest seit Monaten vorbereiten und an diesem Wochenende von früh bis spät auf den Beinen sind. Die zahlreichen Künstler, die trotz geringer Gagen ihr Publikum mitreißen werden. Die Firma Flashline, die mit rund 30 Mitarbeitern für den Bühnenbau, für Bühnenlicht und den guten Ton sorgt. 38 Firmen, die als Sponsoren das Stadtfest finanziell unterstützen. Zahlreiche Mitarbeiter in den städtischen Ämtern, die uns bei den Vorbereitungen hilfreich beiseite stehen. Dank an alle. Natürlich auch an die Politik, an die Schirmherrschaft von Drei Tage Marburg. Wenn es mal wirklich klemmt, immer ein guter Partner. Naja, jetzt nochmal bitten. Jetzt muss ich noch unsere Partner und Freunde aus Quartier begrüßen und ihr seid nochmal ein bisschen friedlich. Ganz besonders freue ich mich, dass heute auch Vertreter aus unserer französischen Partnerstadt Poitiers hier sind. Mir ist jetzt gerade noch ein Zettel zugesteckt worden. Es sind mehrere Kollegen auf der Bühne und der Kollege Kleet, der Bürgermeister von Poitiers. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, auch bei unserem Stadtfest. Gefeiert wird in diesen Tagen, dass unsere Städtepartnerschaft schon seit 50 Jahren besteht. Solche Partnerschaften müssen aus meiner Sicht gehegt und gepflegt werden, damit bleibt, was wir seit über 60 Jahren erleben dürfen, Friede in Europa. Auf ein friedliches und fröhliches Fest. Dankeschön. Ja, schönen Dank, lieber Peter Mansart, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Magistrates, im Namen des Stadtverordnetenvorstehers. Dr. Kerstin Weinbach ist hier, die stellvertretende Vorsitzende des Stadtparlaments. Marianne Wölk ist heute hier anwesend. Weitere
Magistratsmitglieder und ganz besonders im Namen der Delegation aus Poitiers, im Namen des Kollegen Glaes, des Bürgermeisters aus Poitiers, anlässlich des 50-jährigen Städtejubiläums hier in Marburg. Aber ganz besonders darf ich Sie begrüßen, die Sie alle zur Eröffnung des Stadtfestes gekommen sind, jeden Einzelnen, und die Sie nach 20 Minuten Wartezeit uns trotzdem mit solchen Emotionen empfangen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, bei so herrlichem Wetter, lieber Peter, das haben wir auch gemacht für 3 Tage Marburg hier, oder beziehungsweise bestellt, machen tun's ja andere. Ich kann mir vorstellen, bei so herrlichem Wetter, dass es schon Außergewöhnliches bedeutet, wenn man Lust hat, 20 Minuten zu warten. Und deshalb sollen Sie jetzt nicht länger warten, So, zapfen wir an. Und wir wollten noch das Stadtfestlied singen. Das Stadtfestlied wollte man noch singen. Ach so, vorher, hinterher. Da war ich jetzt nicht schuld dran. Peter Mantz hat berechtigterweise noch das Stadtfestlied gesungen haben. Und wir hatten schon eine englische Übersetzung. Wir haben erstmals, habe ich mir machen lassen, anlässlich des Jubiläums auch eine französische Übersetzung des Stadtfestliedes. Also diejenigen, die Französisch können, können auch die französischen Strophen singen. Herzlichen Dank. Joy, people of fun, let's celebrate.
Das haben die auch so über damals.